die Inflation der Crash-Propheten und das seltsame Schweigen der revolutionären Linken. Immer mehr Artikel und Bücher gibt es von den Banker- und Börseninsidern zu dem kommenden Supercrash der Weltwirtschaft. Im Kapitalismus gibt es immer alle paar Jahre eine Krise. Das ist nicht naturgegeben, wie immer behauptet wird, sondern liegt ganz speziell an der kapitalistischen Produktionsweise. In den Naturgesellschaften waren die Krisen natürlich naturgegeben. Ein Jahr mit kaltem Wetter oder eine Tierkrankheit hat die Naturgesellschaft zurückgeworfen. Aber man entwickelte immer besser die Lagerhaltung, sodass die Frage heute kein Problem mehr darstellen könnte. Die Krisen im Kapitalismus aber hängen nicht mehr vom zufälligen Wetter ab, sondern unterliegen einem zwingenden Zyklus. Am bekanntesten ist der Schweinezyklus. Wenn es eine starke Nachfrage und einen hohen Preis für Schweinefleisch gibt, gehen die Bauern vermehrt in die Schweinezucht. Wenn aber die Schweine genug Fett angesetzt haben, gibt es plötzlich ein Überangebot. Die Schweinepreise sinken und die Bauern suchen sich dann wieder eine andere Alternative. Dieser Zyklus liegt also daran, dass es einen Preis gibt, am Warenfetischismus. Am stärksten aber führt die Optimierungskrise zu einem Stau in der Wirtschaft. Allgemein geht der IWF davon aus, dass das BIP jedes Jahr mindestens um 3,3% wachsen muss. Sonst steckt man in der Rezession. Woher kommt das? Der Kapitalist will natürlich nicht von seiner Konkurrenz überholt werden. Deshalb rationalisiert er ständig selber. Ich selber war Controller bei der Rockefeller-Firma ITT Tevis. Wir mussten jedes Jahr 3% rationalisieren. Das heißt, wir mussten um 3% wachsen oder Arbeiter entlassen. Als wir die Sollvorgaben des Wachstums in den 1970er Jahren nicht mehr einhalten konnten, führte das natürlich zu einem Überangebot. Wenn das Überangebot aller Waren zu mächtig wurde, kam es natürlich zu einer Absatzkrise. Firmen verschwanden vom Markt und 1980 überstieg die Arbeitslosenzahl die 1-Million-Grenze. Die Wegrationalisierung der Arbeiter im Konsumbereich konnte auch mit der Verlagerung der Arbeiter und der Waren in den Produktionsmittelbereich kompensiert werden. Als aber 2008 im Produktionsmittelbereich mehr Kürzungen vorgenommen wurden als bei den Konsummitteln, und zwar weltweit, konnten die Waren nicht mehr übertragen werden. Und die Wirtschaft kam weltweit fast zum Stillstand. Und in vielen Ländern kam es zur Rezession. Wie Südeuropa, wo es sich bis heute noch nicht erholt hat. Ein weiterer Grund für die ständigen Krisen, besonders seit 1980, sind die ständigen Entnahmen des Kapitals aus dem Wirtschaftskreislauf zu den Derivaten. Marx und Engels fragen im Kommunistischen Manifest, Zitat, wodurch überwindet der Bourgeois die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse der Produktionskräfte, andererseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung der alten Märkte. Wodurch also?
Dadurch, dass sie allseitige und gewaltige Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert haben. MEW Band 4, Seite 468. Und nun haben wir die Situation, dass es keinen neuen Markt mehr gibt. Keine inneren und keine äußeren. Nur Titelstaat, Investoren aus mehreren Ländern. Syrien, Doppelpunkt. Internationale Messe als Auftakt für den Wiederaufbau. Zitat Ende. Link 1. Naja, Syrien wird alleine auch nicht mehr die Weltwirtschaft wieder antreiben. Und es sieht sehr schlimm aus. Zum Beispiel James Rigard, größter bisher erlebter Crash, steht bevor. Kaufen Sie jetzt Gold. Zitat Ende. Link 2. Er schreibt, Zitat, es ist ganz klar und man kann es wissenschaftlich beweisen. Der nächste Crash, der nächste Zusammenbruch wird größer sein als alles bisher Erlebte. Zitat Ende. Er geht davon aus, dass kein Land nach dem Supercrash sich davon erholen wird. Keins. Nie mehr. Link 3. Er schreibt für die New York Times und auch das Manager-Magazin, weil er auch die Krise in 2008 voraussah. Und die kommende Krise wird entsprechend grauenvoll sein, weil es keine kapitalistische Alternative mehr dazu gibt. Aber die Meinungsmacher in den großen Wirtschaftszentren wollen nur den Kapitalismus. Kapitalismus oder Tod? Dass es grauenvoll werden wird, sagen schon viele bürgerlichen, unabhängigen Autoren. Hier nur die deutlichsten Titelzitate. Egon von Greyerz, Die Welt ist am Ende. 3.4.2017. Link 4. John Embry. Das katastrophale Endspiel kommt rapide auf uns zu. 11.4.2017. Link 5. Egon von Greyerz. Illusionen und Lügen, die Supernova-Schuldenblase und die Totenglocke für das globale Finanzsystem. 15.04.2017. Link 6. Andrew Hoffmann. Wie werden die größte Finanzblase und Antiblase der Geschichte enden? 4.03.2017. Link 7. Erster Crash, dann die Hyperinflation, das Ende aller Fiat-Währungen, 9.05.2017, Link 8. Dukesi, on the end of Western Civilization, 5.05.2017, Link 10. John Embry, die Risse im weltweiten Finanzsystem zeigen sich überall. 16.05.2017, Link 11, finanzielle Massenvernichtungswaffe und die Zerstörung des weltweiten Finanzsystems, 15.05.2017, Link 12, Interview mit Marc Friedrich und Matthias Weig, Zitat, die nächste Krise wird die Krise von 2008 wie ein Kindergeburtstag aussehen lassen. 27.05.2017. Link 13. John Embry. Weltweite Geld- und Kreditschöpfung auf den Weg in einen entsetzlichen Zusammenbruch. 16.04.2017. Link 14. Jim Rogers. Der nächste Crash wird, Zitat, der größte, den ich je erlebt habe. 12.06.2017. Link 15. Wir werden einen Crash erleben,
Und er wird sagenhaft sein. 13.06.2017, Link 16. Egon von Greyerz. Das perfekte Rezept für ein Desaster. 16.07.2017, Link 17. Eine Krise historischen Ausmaßes. 26.07.2017, Link 18. Manager Magazin. 10 Jahre nach Beginn der Finanzkrise. Vor dem nächsten Großbrand. 28.07.2017, Link 19. Epoch Times. Ökonom. Die nächste Finanzkrise ist unvermeidlich. Euro wird kollabieren. 21.08.2017. Link 20. Es droht keine neue Krise. Einfach, weil die alte noch nicht vorbei ist. 21.08.2017. Link 21. Also haben wir seit 10 Jahren schon eine Dauerkrise. Seit 40 Jahren Reallohnsenkung. Seit 100 Jahren verhungern Kinder. Seit 16 Jahren Dauerkrieg in Afghanistan. Und nun auch noch seit 10 Jahren Dauerkrise. Ein wunderbares System ist das. Einzigartig. Meint ihr nicht auch, dass das verkrüppelte System schon lange am Ende ist? Im Volkswagen ist zum Beispiel schon 97% Roboterarbeitern. Roboter kaufen keine Roboter. Wenn ihr wollt, dass nach dem Supercrash das System wieder neu anfangen soll, müsst ihr alle Robotermaschinen zerstören, alle Bücher verbrennen und alle Ingenieure töten. Maschinen schaffen keinen Mehrwert. Nur der Arbeiter schafft mehr Werte, als er für den Kapitalisten kostet. Der Kapitalist rationalisiert seinen Gewinn weg. Er kann aber nur durch die Rationalisierung gewinnen, wenn er auch weltweit der Erste ist. Aber warum glauben die revolutionären Linken nicht den Wirtschaftsautoren? Weiter mit Inflation der Crash-Propheten, Teil 2 von 2 Teilen.